Mein Tinnitus. Pöni TV. Hallo zusammen, Pönitiv heute mit einer deutschen Komödie. Macho Man, das wird ein Verriss! Weißt du, auf meiner Liste von Männern, mit denen ich mal schlafen möchte, da steht Karl so ungefähr auf Platz 51 und du und Uli, ihr teilt euch einen Platz hinter Harald Glöckler. Dachte ich, mit dem Verriss. Ist aber nicht. Der Film heißt Macho Man und in der Hauptrolle Christian Ulmen als Daniel. Ausgerechnet doch mit dem Nachnamen Hagenberger. Daniel Hagenberger ist Mitte 30 und so ein Werbefuzzi aus einer angesagten Agentur und hat ein Problem. Natürlich, er ist verklemmt, er ist frustriert. Aber dieser Daniel weiß, dass er verklemmt und frustriert ist. Er kann damit offen umgehen, unterhält sich mit seinen Kollegen darüber. Das heißt, Daniel würde so gerne eine Partnerin finden, aber diese Erziehung seiner neoliberalen 68er-Eltern haben bei ihm alles versaut. Daniel ist ein Loser, ein Warmduscher. Daniel ist ein Typ... Naja, wir kennen ihn. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist, du bist ein Weichei, genau wie Uli. Bussi aufs Bäckchen. Habt ihr noch nie davon gehört, dass man sich auch ändern kann? Aber Daniel ist tapfer. Er fliegt in die Türkei, in den Urlaub, alleine natürlich. Da beachtet ihn niemand. Da sind ja die herrlichen Kerle und er da in seiner Figur und in seiner tragikomischen Jämmerlichkeit. Aber da ist Eileen, Animateurin. Und die erobert ihn. Sie sagt ihm, du gefällst mir. Du bist so, wie du bist. So ist es, ist in Ordnung. Bleib so, wie du bist. Der ist völlig verwirrt, aber sie besteht drauf. Du bist ein dufter Typ. Zurück in Köln, wo sie auch wohnt, wird man ein Paar. Und im Büro hat man jetzt merkwürdige Vorstellungen von der Türkin Eileen und diesem Daniel Nicht-Düsentrieb. Du bist zusammen. Mit der Türkin. Ja, das ist ein Problem. Für ihre Brüder vielleicht? Man wird dich aus dem Rhein fischen. Er wirkt mit einem gefälschten Designergürtel. Natürlich muss er irgendwann zu ihren Eltern. Sind ja Türken. Und Türken sind doch machohaft. Und da muss man sich doch irgendwie benehmen. Da muss man sich doch irgendwie aufstellen. Da muss man doch irgendwie anders sein. Oder? Sei einfach cool, stark und männlich. Ich muss auf einer Skala von Schlumpf bis Batman. Da bin ich maximal bei Bastel-Schlumpf. Also engagiert Daniel einen Trainer. Coaching nennt man das ja heute. Und zwar Eileens Bruder. Das ist so ein richtig dufter, so eine typische Ausgabe eines Machos. Bring mir bei! Ja, was? Ja, bring mir bei! Was soll ich dir dabei bringen? Wie man ein richtiger Mann wird. Okay, wir machen einen Mann aus dir. Yes! Erste Lektion, mach sowas nie wieder. Entschuldigung. Kein besonders neues Thema. Ein Typ hat Schwierigkeiten mit den Mädels, kommt nicht hin, kommt nicht her, aber dann irgendwann begegnet ihm das Glück. Könnte ja Klischee sein und das triefende Emotion. Nein, ist es nicht. Das ist eine sehr schön pointierte deutsche Komödie mit sensiblen Zwischentönen und gut getroffenen Charakteren. Die sind nicht dusselig, albern, dämlich, wie wir es in vielen vorangegangenen Filmen kennen. Ich sag zum Schluss Schmidts Katze, das war ja Ekel pur. Sondern hier haben wirklich die Leute was im Kopf und haben was zu sagen. In der Mitte hakt er ein bisschen, wenn er seinen auf Macho dann macht und wenn er meint, er muss sich jetzt so benehmen und das ist so, ja, wie sagt man, es versendet sich. Aber der Film insgesamt ist eine schöne, lustige, liebenswerte, pointierte Komödie mit zwei tollen Hauptdarstellern. Christian Ulmen nuschelt nicht mehr so viel und sie, Eileen Titzel, aus Bielefeld stammt. Ist das eine knackige? Ist das eine süße? Ist das eine attraktive? Achso, Carrie. Also das ist toll. Die ist wirklich ein gutes Mädel. Schöner Film, sehr unterhaltsam, sehr liebenswert und erzählt von der simpelsten Sache der Welt, die aber entscheidend die schwerste ist. Das mit Männlein und Weiblein. 3,5 Pönis. Jetzt habe ich da. Carrie, kannst du mir mal einen Halm geben? Muss ich mir noch überlegen nach dem Kommentar. Carrie! Schmeiß mal rüber! Zack! 3,5 Pönis für Macho Man! Was muss ich jetzt wieder sagen? Oh. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Hat mir gefallen. Stimmt's? Ja. War das so? Absolut. Ja. Und meine gesamten Kinokritiken der Woche findet ihr auf Pöni. Meine Rest-Kinokritiken der Woche findet ihr auf meiner Website www.pönack.de. Und was soll die noch sagen? Den Link dazu? In der Videobeschreibung. Den Link in der Videobeschreibung. Was ist mit dem Link? Der ist in der Videobeschreibung. Mein Link ist in der Videobeschreibung. Ja, mein Link oder der Link? Nein, in der Videobeschreibung, der Link. Der Link in der Videobeschreibung findet sich nicht auf meiner Website, sondern in der Videobeschreibung. War das? Nein? Doch, die Videobeschreibung ist genau richtig, Pöni. Die Videobeschreibung ist genau richtig. Da müsst ihr, was müssen die da machen? Draufklicken. Draufklicken. Tschüss, bis nächste Woche.